Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich in unserer Hauptstadt nochmal stehen geblieben und hatten versucht, die nochmal ein bisschen auszubauen. Ich würde sagen, wir gehen da einfach nochmal rein. Das ist allerdings jetzt gerade eine schwierige Geburt mit unserer Hauptstadt, weil wir da irgendwie kein Wachstum mehr haben. Die Steuern müssen nämlich hier gesenkt werden, sagen die Bürger. Allerdings können wir die Steuern nicht großartig senken, weil wir die Kosten halt auch haben. Ne? Ja, wobei, wir können sie theoretisch senken. Oder auch nicht. Ich weiß es halt nicht. Ne? Probieren wir es mal. Halbes Prozentpunkt. Ja, es reicht. Okay, es reicht. Ich meine, wir haben ja noch Nachfrage. Wartet mal, dann klatsche ich jetzt einfach mal ein paar Gebäude weg. Mach das so. Und ja, gucke ich einfach mal. Gewerbenachfrage fehlt. Warum auch immer. Gut. Ja, das sieht jetzt ziemlich blöd aus hier, ne? Aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Ja. Ist jetzt die Frage, wie kriegen wir Gewerbe in unsere Stadt? Ah, genau. Um mehr Gewerbenachfrage hier zu generieren, müssen wir tatsächlich die Nachbarstädte machen. Okay, ich verstehe schon, Freunde. Das heißt, wir brauchen mehr Vororte. Wunderbar, würde ich sagen. Gehen wir das einfach mal an. Wir waren ja auch hier unterwegs. Ne? Wir hatten hier einen Vorort. Ah, genau, hier haben wir ja einen Vorort gebaut. Genau. Dann schlage ich einfach mal vor, machen wir einfach mal weiter hier. Ah, genau, ja, richtig, ich verstehe. Ich kann mich wieder erinnern, ja, ist ein bisschen länger her, als ich das gespielt habe. Die brauchen Hightech-Industrie? Warum braucht ihr Hightech-Industrie? Wartet mal. Warum braucht ihr denn Hightech-Industrie? Wir haben doch hier eine Hightech-Industrie-Stadt. Ah, ja. Okay. Gut, Planänderung, dann machen wir erstmal Hightech-Industrie. Weil, ja, das ist halt was, das, was die gerade haben wollen, die Leute. Ne? Dann geben wir denen das doch einfach, was die haben wollen. So. Na komm. Kommt ihr wieder dich wegen dem Parks, wegen den fehlenden Parks? Tatsächlich, oder? Tatsächlich, ja. Die Alter. Gut, Freunde, da bin ich wieder. ja, Spielabsturz. Ich hasse es. Dieses Spiel neigt tatsächlich dazu, gerne mal abzustürzen. Aber wir haben ja zum Glück nichts gemacht. Wir waren ja hier dabei. Und weil die sich so anstellen hier mit der Hightech-Industrie, habe ich mich ein bisschen lustig gemacht. Ist tatsächlich so. Also die stellen sich wirklich an. Nur weil da nur ein Park wenig mehr oder weniger ist. Ich meine, nee, was soll das? man kann doch auch ohne Parks die Hightech-Industrie aufbauen. Aber gut, die wollen es halt natürlich und nachhaltig haben. Deswegen geben wir denen einfach, was sie wollen. Ja. Da habt ihr eure Bäume. Und schon... nee, okay. Es wird nach wie vor Hightech-Industrie nachgefragt. Jobs und Bevölkerung. Ja, das ist stetig oben. Okay. Noch mehr wollen sie haben, Hightech-Industrie. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ich hoffe halt, dass mir das jetzt nicht häufiger abstürzt, das Spiel. Das wäre schon echt ärgerlich, weil bisher hat das Spiel echt Spaß gemacht. Ich will nicht, dass es so oft abstürzt. Ich weiß, das will keiner. Aber... das wäre doch total behämmert, muss ich sagen.
So, haben wir hier. Und ihr kommt wieder nicht wegen den Parks. Ja, dann kommt, bauen wir euch mal hier mal ein paar Parks hin. Ihr mit eurer grünen Lunge. So. Feuerbekämpfung, nein, danke. Feuerwache müssen wir eh noch bauen. Sehe ich gerade, weil nicht, dass man wieder kommt hier. Es brennt. Oder die haben gar keine Feuerwache. Oh. Okay. Das ist natürlich blöd. So. Ah ja. Jetzt, wo wir eine Feuerwache gebaut haben, kommen auch die. Okay. Interessant. Ja, das. Okay, das passt. So. Das heißt, wir können ja wieder in unser Suburb hier. Und hoffentlich mal ein bisschen mehr. Ja. Gewerbegebiete Nachfrage nach Gewerbegebiet generieren. So, ich hoffe es zumindest mal. So, dann gucken wir hier nach dem Landwirt. Der passt. Okay. Der Landwirt passt sehr gut. Ich glaube, hier bei dieser Stadt war ich tatsächlich auch vernünftig am Bauen. Also mit Busanbindung und allem, ne? So, dann machen wir hier nochmal 6x6 hin, genau. Moment mal, die brauchen, glaube ich, auch Schulen und so, ne? Oh, ja, das ist, da müsst ihr euch aber erstmal aufbauen, bevor ich euch hier Schulen gebe. Weil da können wir uns im Moment nicht leisten. Weil ihr seht, die Finanzen, die sind nur so ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, Bushaltestellen. Schon wieder Industrie. Schon wieder Hightech-Industrie. Ja, gut, okay, machen wir gleich. Erstmal durchschnittlich bebaute Wohngebiete hier und. Ach, verdammt. Immer dieser komische Bug. So. Genau. Zack. Und zack. Und zack. Verdammt. Wieder ein Bug. Das Spiel ist voller Bugs irgendwie. So, dann machen wir hier nochmal Grünflächen. So, Grünflächen. Und hier nochmal Grünflächen. Hier fahren auch nochmal ein paar Grünflächen. Und dann haben wir das. Sehr schön. Wachsenstadt sehnt sich nach Saft. Nachbarschaftshandel. Dann machen wir das doch einfach. Okay, Energie. So, zack, hier. Oh Gott. Es ist alles so knapp. So, aber ich denke mal, Krankenhaus. Krankenhaus, habe ich gesagt. Ja. Nee, da haben sie. Haben sie. Krankenhaus haben sie. Feuerwehr. Haben sie auch. Habe ich den alles schon aufge... Ach, okay. Denen fehlt nur noch eine Schule. Das teuerste natürlich, ne? Ist klar. Das teuerste natürlich, ja. Toll. Tolle Wurst. Aber gut, was will man da machen? So. Gut. Dann machen wir Pause hier. Damit wir uns hier in Ruhe aufbauen können. Zack. Jetzt wieder die schönen Bushaltestellen, Straße durchziehen. So kriegen wir jetzt hier unser strukturiertes Wohngebiet. Jawohl, Freunde, und dann hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr euch hier dieses Let's Play nach wie vor gefällt von SimCity 4. Ich habe ja sehr viel Spaß hier. Auch in der Konzeption einfach unserer Region. Ja, das ist einfach... Macht einfach Spaß, sowas. Und was kommt denn da? Da kommt dann Hochhaus. Was zur... Ah, gut. Die brauchen mehr Parks, habe ich das Gefühl, ne? Na gut, dann baue ich denen halt mal ein paar Parks. Machen wir einfach mal. Hier. Ihr habt da eure Parks. Zack. Oh ja, schaut euch das an.
Schaut euch das an, Freunde. Die wollen einfach nur Parks haben. Oh Gott. Aber die Finanzen sehen nicht gut aus. Irgendwie nicht, nee. Und wir brauchen Wasser und Nachbarschaftshandel. So. Ja, aber es wächst. Es wächst tatsächlich. Industrie. Hightech. Stadtbudget kurz vor dem Aus. Ja, das sehe ich. Wir haben jetzt hier aber auch... Ah, eine Schule. Wir haben hier noch eine Schule, die wir aufbauen können. Mach die mal hier hinkommen. So. Wie viele Schüler hat die? 483, okay, ja. Was machen wir jetzt hier? Und die Bildung? Ja, wobei Hightech-Industrie können wir erstmal. Können wir erstmal bedienen, die Nachfrage nach. Und dann tatsächlich auch mal einen Flughafen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da einen Flughafen hinbauen sollen in die Vororte. Boah. Alter Schwede. Das ist schon einiges, was die hier aufbauen an Hightech-Kram, ja. Aber finde ich gut. Finde ich gut. So. Sehr gut. Weil Hightech ist immer, immer positiv zu bewerten. Definitiv. Also Hightech ist immer... Und schaut euch mal an, wie der Graph wächst. So. Und die Nachfrage ist gestillt. Wunderbar. Frage ist jetzt halt nur, wie kriege ich in der Hauptstadt Gewerbenachfrage her? Ich fürchte, wir müssen die Hauptstadt nochmal neu machen. Verdammt. Verdammt. Aber warten wir einfach mal ab. Ja. Verdammt. Nee, das ist irgendwie blöd gelaufen gerade mit dem Einziehen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir halt ein paar Wohngebiete direkt neben den Militärübungsplatz hier. Ja, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Ah. Ich meine, da steht ja doch drauf hier, wenn hier ein bisschen Soldaten-Action ist. Ah, gucken wir mal. Zack, zack. Und einziehen. Ah, wunderbar. Ja, wir nähern uns langsam dem Plus wieder tatsächlich. Trotz der Schule. Sims zu Kontrost in Solarkraftwerk. Oh, aber erstmal nicht. Danke. Gut, dann weitere Parks oder was? Große Grünfläche. Jo. Weitere Parks. Okay, Parks wirken hier echt Wunder, habe ich das Gefühl. Wie machen wir weiter? Einfach weiter Wohnungen bauen oder was ist hier los? Ja, scheinbar, ne? Anscheinend. Dann machen wir mal Pause. So, so. Und ja, dann... Kriegt unsere Region immer weiter, immer mehr Bewohner. Ich befürchte aber tatsächlich, dass wir die Hauptstadt, dass wir da irgendwie neu starten müssen, weil das sind wir da falsch angegangen. Denke ich mal. Oh Mann. So, jetzt aber hier. Zack. So. So, und wir sind so gut wie im Plus. Ich glaube, jetzt gleich sind wir im... Ja, wir sind im Plus. Ah, ja, jetzt. Ah, sehr schön. Wir haben die Pleite abgewendet. Das ist sehr gut, Freunde. Wo fahrt ihr eigentlich hin zum Arbeiten? Die fahren dahin. Die fahren dahin, okay. Ja, wir brauchen irgendwie... Dienstleistungsgewerbe brauchen wir. Sollen wir das hier mit hinmachen, das Dienstleistungsgewerbe, oder sollen wir da tatsächlich auf die Hauptstadt gehen für?
Oder in den anderen Suburbs. Wir haben ja noch einen Vorort, ne? Da, wo große Weiterführende brauchen wir sowas. Ich hoffe nicht. Ja, könnte sein. Hm. Gesundheit und Bildung ist... Bildung ist noch nicht mal voll. Moment. Gucken wir doch einfach mal. Die Schulbusse, genau. Die Schulbusse können wir so machen. Aber es bringt nicht viel. Verdammt, okay. Ah, alles klar. Pendelverkehr ist lang, ne? Ja, Pendelverkehr ist lang. Aber fast keine verlassenen Gebäude hier. Schau dich das an. Hightech-Industrie. Ich würde aber tatsächlich gerne mal auf meinen anderen Vorort schauen, nämlich auf diesen hier. Weil hier hatten wir ja auch Gewerbegebiete, ne? Genau, oh, schaut euch das an. Ja. Oh, Touristenspinnen. Das würde ich mir gerne. Touristen. Was? Wo sind sie denn? Verdammt, wo sind die Touristen? Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser hier. Wo beziehen wir unser Wasser her? Aus einer Nachbarstadt. Okay. Müll. Wieso importieren wir Müll? Lass das mal. Das... Ah, okay. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen hier in der Supportstadt mal wieder was... Oh mein Gott. In dieser Supportstadt hier mal wieder was machen. Und zwar Wasserpumpen. Wir brauchen mehr Wasserpumpen. So, hier, genau. Naja, ihr mit euren knappen Wohngebieten. So, zack, zack, zack. Und direkt wieder hier rein. Genau, weil da würde ich nämlich tatsächlich vorschlagen, dass wir hier die Wohngebiete... Warum geht das nicht? Dass wir hier die Wohngebiete durch Gewerbegebiete ersetzen, aber... Ah, geht doch. So. Jetzt habt ihr wieder euer Wasser. So, die armen Dienstleistungsgewerbe. Sollen wir die tatsächlich ersetzen? Wartet mal. Was passiert, wenn wir hier eine große Plaza aufbauen? Oh. Große Plaza. Was passiert denn, wenn wir hier eine große Plaza hinbauen? Nicht viel, ne? 99. 303. Da passiert nicht viel. Okay, wir brauchen wieder Hightech-Industrie. Und eine Gewerbestadt für arme und mittlere Dienstleistungsgewerbe. Oh mein Gott. Das ist so komplex gerade alles. Das alles nur, um Wachstum für die Hauptstadt zu generieren. Ah doch, ich wollte schon sagen. Wunderbar hier. Jobs und Bevölkerung geht das weiter hoch? Ja, es geht weiter hoch. Sehr gut. Es sinkt auch nicht, das ist gut. Weil bei der Hightech-Industrie haben wir oft das Phänomen, dass die Jobs sinken statt steigen. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Das wollen wir ja auf keinen Fall. Deswegen. So, machen wir hier. Und machen wir hier. Zack. Geile Mucke. Ja, einmal so. Ah, wieder die Parks hier. Weil ohne wollen sie ja nicht. Komischerweise. Upsala, sorry. Da habe ich zwei große Betriebe abgerissen. Aus Versehen. Aber hey, da ist die Nachfrage schon wieder gedeckt. Okay. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir hier eine Gewerbestadt draus? Ich würde fast sagen, ja.
Ich würde fast sagen, ja, Freunde, kommt. Wir machen jetzt tatsächlich hier Gewerbegebiete draus. Es tut mir leid für die Einwohner. Aber wir brauchen halt Gewerbegebiete. Ah, wir brauchen noch nicht mal komplett. Okay. Noch nicht mal komplett. Alles klar. Spucke. So. Passt aber. Können wir nämlich hier weitermachen. Ganz genau. Um die Regionsbevölkerung mal ein bisschen zu erhöhen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, wir brauchen nur Wohngebiete. Ja, dann machen wir die hier doch einfach mal weiter. So, die sind gut gebildet. Ja, kommt. Okay, kommt. Alles klar. Perfekt, Freunde, perfekt. Dann können wir ja direkt weitermachen. Sehr gut. Weitere Wohngebiete hochziehen. Also dieser Suburb hier, der gefällt mir schon relativ gut. Gefällt mir schon echt gut, muss ich sagen. Auch weil er so gut funktioniert. Geschenkchen. Nein, danke. Noch, ich habe keinen Geburtstag. Nein, ich habe keinen Geburtstag. Ich habe keinen Geburtstag. Oh Mann. Und es ist auch kein Weihnachten. Ihr seid bescheuert. Es ist kein Weihnachten. Baue alles Deal auf einmal. So. Ich glaube, daran hat es gelegen. Okay. Luftverschmutzung. Gucken wir mal da drauf. Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Stadtverordnung. Jo, Verordnung zur Luftreinheit, alles klar. Dann, Freunde, machen wir hier einfach noch mal so ein Wohngebiet hier. Zack. So. Dann hier. Da Parks hin. So. Damit die Leute sich auch schön wohl hier fühlen, ne? Gut. Dann können wir weitermachen, würde ich vorschlagen. Ja. Einfach weiterbauen. Ach, das macht Spaß. Zu sehen, wie unsere Regionsbevölkerung wächst, ist einfach so ein schönes Gefühl. So. Mit dieser schönen, angenehmen Mucke im Hintergrund. Ach, das macht schon Spaß. Das macht echt Spaß. Und nein, ich habe mir nichts zu Weihnachten gewünscht. Mann, diese Geschenkchen da. Ah ja, okay. Spiel meint's halt gut mit uns. Das Spiel meint, wir haben ein Geschenk verdient. So. Gut. Dann sind wir wieder ordentlich im Plus. Oh, was ist denn? McCornings Luxus-Eigentumswohnungen. Cool, es wächst so langsam. Und so langsam wächst hier auch der Bedarf nach Gewerbegebieten wieder. Das heißt, wir können dann auch wieder in unsere Skyline gehen. Wenn wir es denn irgendwann mal gepackt haben, hier mal wieder vernünftige Nachfrage zu generieren. So, Bushaltestellen, bitte einmal hier hin. Nee, nix Gewerbe. So, hier. Einmal zack und zack. Wow! Das sind aber viele Weihnachtsgeschenke. Oha. Das will ich. Das ist mir eigentlich zu viel. Da muss ich leider ablehnen. Ach Mensch. So. Also eine Mini-Villa braucht eigentlich auch kein Mensch. Keine Geschenkchen. Hallo. Oh. Also langsam ist ein bisschen übertrieben mit eurem Weihnachtsfest. So, okay. Danke. Ein neues Haus für die neuen Gläubigen. Ein Friedhof. Oh, machen wir mal. Wo sollen wir den hinmachen? Passt der hier rein?
Ah, der passt perfekt da rein. Wunderbar. Sehr schön. Lassen wir den noch so. Und wir sind 2000 im Plus. Das ist sehr stark. Das ist schon sehr stark, muss ich sagen. Feuergefahr. Ja, ja, Moment. Die Bildung war ja noch gar nicht voll. Genau, die Bildung war noch gar nicht voll und die Ambulanzen auch nicht. So. Öffentliche Angelegenheiten. Reinigung, Energieproduktion. Na gut. Machen wir einfach mal hoch. Das hier auch. Machen wir einfach mal alles hoch. So. Ich meine, wir haben ja das Geld, ne? So. Gesundheit und Bildung. Das ist jetzt alles auf maximal. Finde ich gut. Also ihr braucht auf jeden Fall wieder eine Feuerwehr, ne? Keine Landebahn, weil die bringt nicht viel. Dann braucht ihr ein Krankenhaus? Ich glaube nicht, ne? Ne, braucht kein Krankenhaus. Sehr gut. Krass, dass hier so schon so kleine Hochhäuser kommen, ne? Das ist natürlich... Polizei, braucht ihr Polizei? Luxuspolizeirevier? Nö, braucht ihr auch nicht. Dann Schule. Ja, die ist halt teuer. Oder, Moment, stopp. Städtisches Museum. Vielleicht das. Ich glaube, wir haben schon eins. Ne, dann lass das mal. Vielleicht eine Bücherei irgendwie. Habt ihr Bock auf Bücher? Ja, ihr habt Bock auf Bücher. Okay, alles klar. Dann lasse ich euch mal. Psch. Ihr auch mit einem. So. Ach, das macht schon Spaß. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ich habe gute Laune. Und SimCity 4 macht mir einfach gute Laune. Das ist so. Aber so ein schönes Spielchen hier. So. Macht einfach Bock, muss ich sagen. Macht einfach Bock. Schön so zu gucken, wie hier alles schön wächst. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Freunde. Vor allem, wie die Häuser immer größer werden. Schau dich das an. Wie die Häuser immer größer werden. Das ist das geilste Gefühl ever. So, guck dich das an. Auch das hier, ne? 275. Oh, wir brauchen Wasser. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal hier um den Nachbarschaftshandel. So, 22.1. Dann müssen wir hier den Müll loswerden. So, wunderbar. Müllager muss ein Ende haben. Nö, muss... Ja doch, okay. Das heißt aber auch die Grundschule, die ist da. Hat ordentlich Schüler. Einfach weiterbauen, ja. Dass das jetzt so gut läuft mit dem Suburb, hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Ich hätte da schon mit ein bisschen mehr Gegenwind gerechnet. Aber gut, dann können wir ja einfach weiterbauen. Einfach noch mehr Wohngebiete hier aufziehen, ja. Ich meine, wenn die hier so krass einziehen wollen... Sind wir auch schon fast auf der anderen Seite angekommen. Mein Gott. So schnell geht das. Ich liebe diesen Soundtrack. Einfach cool. So. Ja, nach wie vor. So, weiter geht's. Weiter expandieren hier. Sehr schön. Zack. Tschick. 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 Ihr merkt's. Ich liebe diesen Soundtrack. So. Und hier, hier. Brauche ich mal hier vielleicht nochmal ein paar Parks oder so, ne? Oh Gott. Was ist das denn? Alle weg, bitte. So. Nein. Alle weg. So. Alle weg. Ich finde das schade, dass da so viele Gebäude tatsächlich scheinbar irgendwie doch nicht drinne sind. Da muss ich vielleicht nochmal gucken,
ob wir die Gebäude nochmal nachholen können, weil es scheinen große Gebäude zu sein. Ne? Es scheinen extrem große Gebäude zu sein, die uns hier flöten gehen. So, Industrie! Was denn für eine Industrie? Hightech wieder. Und Gewerbenachfrage. Seht ihr das? Gewerbenachfrage. Das heißt, wir sind gar nicht mal so auf dem Holzweg. Ich hoffe, dass sich diese Gewerbenachfrage halt hierhin projiziert und nicht irgendwo hierhin. Das müssen wir dann mal gucken. So, dann machen wir hier zack. Einfach ein bisschen Industrie noch bauen lassen. So. Wie gesagt, ich habe ja hier die Steuern, hoffe ich, auf Gewerbe erhöht, ne? Weil ansonsten... Ja, habe ich, okay. Ah, sehr schön. Guckt mal, die haben hier eine Mall gebaut. Barnes und Noble. Cool. Wieder Hightech-Industrie. Meine Güte. Was wollt ihr mit eurer ganzen Hightech-Industrie? Da springt man ja nur von Stadt zu Stadt hier. Meine Güte. So, jetzt haben wir es aber. Da ist ja wieder Cain Tiberium oder was? Wo war Cain Tiberium? Da ist es. Scheiße, es ist weg hier. Cain Tiberium. Ah, geil. Das ist geil. Sinken die Jobs wieder? Nein. Nö, nee, die wachsen sogar noch. Okay, die Jobs, die wachsen. Wachsen an. Okay. Das ist einfach krass, krasse Nachfrage. Nach Hightech-Industrie. Ich verstehe schon, ja. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier weitermachen, tatsächlich. Ja, schön weiterbauen. Wunderbar. So, wie sieht es denn aus mit euren Grundbedürfnissen? Polizei brauchen wir. Machen wir mal eins hierhin. Feuerwehr. Große Feuerwache. Ah, verdammt, falsch aufgebaut. Falsch aufgebaut. Tut mir leid. Ich baue euch mal richtig auf hier. So, zack. Feuerwehr. Ja, komm. Ach, der Bandagenblues ist wieder am Start. Wo ist er denn? Hier vorne. Da sind echt schon so... Och, krass. Okay. Ja, dann machen wir hier Ärztezentren hin. Zwei Stück. Kleine Ärztezentren hier hin. So, zack und zack. Dann sollte sich das aufteilen. 166 und 171. Das sollte sich jetzt... Hallo? Das ist jetzt gerade krass. Muss ich sagen. Na komm schon. Ey. Ja, ist ja gut. Ich bin auch schon dabei. Wieder die Ärzte. Da. Komm. Da passen doch jetzt aber 500 rein. Weißt du was? Dann baue ich das Krankenhaus jetzt neu auf. Wenn ihr hier streikt, dann reißen wir einfach euer Krankenhaus ab. Jetzt streiken die kleinen Krankenhäuser. Das ist ja geil. Hä? Warum das denn? Warum hilft das nicht? Oh je. Das ist jetzt gerade blöd. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, in Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.